Looten würde ich nie groß. Wir können natürlich mal eine Runde einfach just for fun um das Military Base drehen. Ich würde jetzt einfach mal straight auf die Mauer zurennen. Ich sehe von hier aus eh nicht viel. Und du kannst natürlich auch hier gucken und ich renne einfach Moin. eine Runde und rum. Moin. Wie sieht Hi. es denn später mit einer Runde Rainbow aus? Deswegen machbar. Was ist später bei dir? Also ich bin jetzt bereit, aber Axel kommt dann noch und ich hoffe Daniel auch. Also ich spiele jetzt, falls du Kannst du Bock uns nochmal hast. ein Zeichen geben? Wir werden noch ein bisschen weiterspielen hier, denke ich mal. Aber Ne? wenn die Sonja, anderen da kommt sind. einfach rüber, wenn du fertig seid. Ne? Tschüss. Ciao. Dann. Ich renne jetzt einfach mal eine Runde drum Max, ne? Jo, ich bin so ein bisschen dran, also an der Mauer. Ich habe jetzt mal die MP5 auch genommen. Das ist vielleicht besser. Wir sind natürlich ja außerhalb von der Mauer für jeden anderen, der jetzt gerade ankommt, ein gutes Ziel. Aber. Ich weiß auch nie, wie ich in den neueren Versionen diese Bewegungsunschärfe wegkriege. Das nervt mich. Ich spüre und alles ist ganz unten, aber. So renne habe ich so ein bisschen Bewegungsunschärfe. Doof. Das ist doch eigentlich das Eigentlich ist es das, Floor. ne? Aber eigentlich. Ja, eine Runde und rumgerannt. Vielleicht, der wird sich vielleicht auch bewegt haben. Ich meine, wir sind jetzt davon ausgegangen, dass die ganze Zeit in derselben Stille bleibt, aber eigentlich ist das ja auch Hey, ist unrealistisch. Also wir haben ja das gesehen, unrealistisch. dass er theoretisch sich nie auf uns zubewegt hat. Ja. Bin jetzt beim Brunnen. Ich werde da nochmal fix was trinken. Scheint mir sicher hier. Ich denke auch. Mach dir keine Sorgen. Auf den anderen Bildschirm gelegt. Ja, wir können ja dann gucken, wie es dann zeitlich ist, wenn es dann noch passt. Mal gucken. Nur. Doch beim Brunnen? Nee, ich bin noch gerade in der Baracke drin, in der Military Base. Ach, mutig, mutig. Was ist das denn? PU-Scope. Uiuiui. Ich glaube, kein Platz. Kannst an die Mosin dran machen, wenn du keine Verwendung hast. Da gebe ich es dir dann. Ja, wenn du denkst, du hast keinen Platz. Ja, ich habe gerade die MP5 in der Hand, deswegen habe ich 6 oder 8 Slots, aber wenn ich die halt wieder wegstecke, muss ich. Also ich brauche den Platz dann quasi mit zum Waffenwechsel. Aber ich kann es temporär mitnehmen. Ich warte da, wo wir gestartet sind, quasi, ne? Ja, der hat uns beschossen und dann ja, beschossen. Wer weiß, vielleicht ist er auch weitergegangen. Ach, ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ja, wirklich sein, er hat uns durch Zufall gesehen und hat halt beschossen und hat uns halt nie getroffen und ist weitergegangen. So, ich dachte, ich bin jetzt beim Brunnen bei den Garagen, aber da warst du jetzt nicht, ne? Im Nee, ich anderen? warte dort, wo wir losgelaufen sind, quasi. Na, Bevor wir Stück um die her. Base rumgerannt sind. Genau. Soll also ich auf die Straße kommen? Doch, ich bin jetzt hier bei dem Gebäude, genau, wo wir uns gewartet haben Hier auf bin die ich. Antwort von, genau, ja. Okay, dann würde ich sagen. So, PU-Scope, willst du es gleich haben oder wollen wir es später machen? Beatmungsgewehr, ist egal. Da ist sicher hier. Ja, hat uns ja keiner beschossen. Danke dir. Ich habe jetzt halt natürlich keine Ahnung, was für ein Zustand das ist.
Das Damage wird schon passen. Ich habe auch keine Mosin-Munition, also von daher. Ich würde jetzt auf der Seite hier ein Sieb hochgehen und dann zum Queen Mountain, oder willst du hier gerne was looten in der Stadt? Nee, geht eigentlich doch. Also, weiß nicht, wie es bei dir aussieht mit Essen und so. Essen habe ich, getrunken habe ich gerade, also würdest jetzt, ne? Ich Trottel bin natürlich gerade am Brunnen vorbeigelaufen, habe mein Ist noch ein Brunnen, ne? Trinken aufgefüllt. Warte zu. Mitten auf dem Marktplatz. Ja, ist natürlich etwas unsicher, aber was soll's? Das Leben herausfordern. Ja, die Menschen, die größere Bedrohung sind wie die Untoten. Ja. Immer noch hier diese Weihnachtsbäume drinnen gepatcht, das ist ja krass. Dann können sie die echt mal rausnehmen. Ja, schön, dass sie sie reingepatcht haben, aber Vielleicht, wahrscheinlich sind die selbst da. Ostern ist vorbei, selbst Mai ist Ja. rum, also. Ja. Naja. Wahrscheinlich, naja, keine Ahnung. Nur 60 ist es dann raus. Ich laufe jetzt auf der Straße lang, das ist eigentlich unsinnvoll. Ja, ich laufe hinter dir. Hätte noch links von den Gebäuden lang laufen können. Oh, naja. Hätte Fahrradkette. Ja, gut, dass alle Tore offen sind. Das wäre noch ein Das. Brunnen gewesen, der wäre etwas sicherer gewesen wahrscheinlich. Aber man weiß es Ja. nicht. Kennt sich ja zu wenig aus. Ich würde jetzt hier so auf Green Mountain zulaufen. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der sagt, ach nee, auf den Berg hoch. Will ich nie. Kein Bock, lass rennen. Ja, vielleicht haben wir noch ein bisschen Loot da. Hoffnung stirbt zuletzt. Hier oben ist so eine riesen Schule hingesetzt, hier rechts von uns. Stimmt, das haben wir letztens schon mal gesehen. Ja, ist ganz cool, so zum ersten Mal so ein neues Gebäude zu erforschen quasi, aber Jetzt danach. schon. Ja, naja, es ist halt in der Version auch echt laggy, muss man halt auch mal sagen, ne? Und es ist auch echt groß. Also ich sag mal, große Gebäude, ja, okay. So ein Rathaus, aber so eine riesige Schule, wo ich am Ende auch nicht weiter raushole. Das ist halt das Na Ding, ja. gut. Reizt mich jetzt halt nie so. Dann tun es auch kleinere Gebäude, wo ich nicht raushole. Das stimmt, ja. Findest halt auch nicht wirklich was Brauchbares. Das Gebäude an sich ist eigentlich zu groß. Also, dass es vereinzelt große Gebäude gibt, okay. Aber in jeder Stadt so eine riesen Schule, oder? Es hat auch Bringt die es Frage. eigentlich nie wirklich. Bringt das taktisch was? Nee, eigentlich auch nicht. Klar, irgendjemand kann sich aufs Dach legen oder so, snipern, aber. Gut, das. Ja. Dafür lohnt sich das auch nicht wirklich. Da gab es auch vorher schon Gebäude dafür. So, Sam meldet sich gar nicht mehr, wa? Nee, hat nicht mehr geschrieben, nee. Sam. Kann aber ein bisschen üben. Mehr Chat-Aktivität. Von Green Mountain ist es eigentlich nicht mehr weit zum Military Base, sondern zum Airfield. Lass im Ruf weiter. Könnte man so sagen, ne?
Ja, wir haben mit angebadet. Bei uns Bad. Schön gegrillt. Schuss. Max? Ja, Schuss, echt, ich habe keinen gehört. Ich weiß nicht, also nicht auf mich. Ich habe einfach nur ein komisches Geräusch gehört. Klang wie eine Shotgun. Aber ein bisschen weit weg, Das? bestimmt. Oder warst du das? Das war ich. Okay. Ja, also jetzt höre ich es auch wiederholt, aber ich war halt gerade im Reden. Und Ja, ist okay. Besser vorsichtig als zu lax. wir haben ja, halt hat noch gegrillt und angebadet. War ganz, ganz nett. Und rechts rum. Wo habt Das ihr denn ist da angebadet? Also im Ebersbach oder? ja, im Bad, genau. Okay. Geh einfach mal rein. Ich Ja. lebensmüde. Ich vermute auch nicht, dass ehrlich gesagt hier jemand ist. Es ist halt Zufall, ne? Wenn halt hier gerade einer. Ja. Weil es wartet hier jetzt niemand auf dich, theoretisch. Nee, weil hier kommen so wenig Leute hin. Geh mal kurz um den Turm, aber. Ich weiß nie, hoch zum Hochklettern habe ich keine Lust. Stimmt, die Dinger waren ja immer leer. Die Meistens. Dinger waren eigentlich immer leer, das hätten wir uns wahrscheinlich sparen können. Den Aufstieg. Naja. Ja, mal kurz meine Karte. Yeah. Gut. Weg links runtergehen. Wenn wir unten sind, müssen wir uns ein Stück rechts halten. Da kommen wir genau in die Querfeld ein. Was gab's denn da zu grillen so? Standard Steaks oder? Steak, Bratwurst und Käse. Oh. Den Salat dazu. Brot. Das klingt nicht schlecht. Was Nee, eigentlich? euer war schon. Hat Axel eigentlich zu deinem Geburtstag zugesagt oder? Ja, vorläufig. Achso, stimmt, er ja, ein Kind und Also so. Nicole hatte eigentlich nichts dagegen, aber er hat sich jetzt noch nicht hundertprozentig festgelegt. Aber eigentlich kommt er so jetzt lang. Okay. Quasi das Blondinen-Duo hier, das gut geht. Klar. Stellen uns so doof an, dass alles wieder gut geht am Ende. Ja, du, bisher ging es ja so. Wir haben uns nicht erschießen lassen. Gut, wir haben Richtig. halt okay gesehen, ne, aber. Nee. Aber getroffen hat er uns auch nicht. Genau. War auch nicht so richtig motiviert, uns zu killen. Gut, alleine, ob ich jetzt alleine gegen zwei Leute hinterhergerannt wäre, ist halt auch die Frage, ne, wenn er wirklich alleine war. Ja, vielleicht war es auch echt Zufall, dass er auch gerade da war und sich gedacht hat, Scheiße, da sind Leute, ich muss schießen. Statt vorher mal Einfach nachts. mal rum, die werden schon wegrennen. Es ging zwar in unsere Richtung, es schlug schon bei uns ein, aber war jetzt irgendwie so, dass irgendwie eine Gefahr. Normalerweise hätte man uns schon treffen können, also gerade dann berghoch hätte ich gedacht. Naja, der hat dann auch nochmal auf mich auf jeden Fall geschossen. Das schlug auch nah bei mir ein, so zweimal oder so. Aber dann hinter der Mauer war dann Ruhe erstmal.